Freiheit der Fliegerei genießen. Minister Frankler, würde ich sagen, herzlich willkommen am Dolmar. Hoffen natürlich, dass wir hier heute nicht gebraucht werden. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ihr Lieben, es ist mal wieder Dolkosch-Zeit. Dolkosch ist ein Fly-In, ein Flieger-Event in der Ultraleicht-Szene, was ich eigentlich schon zum größten des Landes zählen kann. Also die fahren da richtig was auf am Dolmar, ist richtig was geboten. Und ich bin heute wieder mal unterwegs dahin und werde euch die schönsten Eindrücke dieses Events einfangen. Leider ohne Übernachtung, weil morgen ist schlecht Wetter gemeldet. Und der Spread geht komplett zusammen, das heißt, wir haben kaum noch Sicht morgen und stark Regen, würde ich nichts mehr heimkommen. Deswegen jetzt früh losgeflogen um 8 Uhr, heute Abend oder heute Nachmittag, ich muss das Wetter beobachten, wieder nach Hause. Und währenddessen genieße ich heute Dolkosch, die ganzen Flieger, die ganzen Leute und freue mich riesig drauf. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, es sind auf jeden Fall schon eine Handvoll Flieger da, aber noch nicht so viele Flieger wie eigentlich sonst. Ja, das Wetter schreckt ein bisschen ab. Dadurch, dass ich nur 20 Minuten entfernt bin mit Gössenheim, ist es natürlich ein Katzensprung, aber wenn jemand aus Norddeutschland, Süddeutschland kommt und heute Abend ein Wetter reinzieht und morgen kaum bis nicht fliegbar ist, wird es einige abschrecken, ne? Muss man ganz klar sagen. Hallo Victor, Leichter bin von Restform. Herzlich willkommen am Dolmar. Was war denn das für eine Nummer gerade? Immer wenn ich keine Zuschauer habe, Butter, und wenn 1000 Leute zuschauen, dann ist es hier Dobsen mit Anfänger. Dolkosch 24, ihr seht, es ist einfach besser organisiert als die letzten Jahre. Wir haben das Ganze noch sicherer gemacht, dass es nicht nur Spaß macht, sondern einfach auch eine Werbung für den Ultraleichtsport ist. Und trotzdem können wir hier alle zusammen, sogar mit Hubschrauber, die Freiheit der Fliegerei genießen. Dankeschön. Wir sind hier heute Dolkosch 24 in Dolmar am Flugplatz bei herrlichem Wetter. Traumtemperaturen, es ist voll, es ist gute Stimmung. Wir sind mit der SC2 heute hier. Unsere neue 600 Kilogramm zugelassene UL. Seit Oktober erhältlich, auf der Messe schon gezeigt auf Aero. Und jetzt mal hier auf dem kleinen Fly-In für alle zu sehen. Schicker Flieger, Holzbauweise, Sandwichbauweise, sehr leistungsstark. Ohne Einziehfahrwerk und trotzdem mit 250 km/h sehr schnell. We'll be right back.
Hallo, ich bin der Marvin von der Freiwilligen Feuerwehr Kündorf, Maschinist. Wir sind heute beim Dolkosch auf dem Flugplatz Kündorf. Sind zur Bereitschaft hier oben mit dem LF 86 und einem TLF 2450 und einem VRW und hoffen natürlich, dass wir hier heute nicht gebraucht werden. Geil hier, unglaublich voll, krass, ja. Wahnsinn, was abgeht. Die Fliegergemeinde unterstützt den Anton und die Janine ganz klar. Wir machen ein bisschen Flugleitung hier oben, ein bisschen, manchmal so zwei Landungen und Starts pro Minute. Wir sind jetzt bei 150, glaube ich, heute. Es geht schon gut voran. Wir haben Arbeit. Es wird nicht langweilig. Im Moment hat der Yannick für mich übernommen, freundlicherweise, der mich seit gestern hier unterstützt. Und es ist wieder mal ein Wahnsinns-Event hier am Dolkosch. Ganz toll. Wie ihr seht, war jede Menge los. Und das Wetter war an diesem Dolkosch-Samstag mehr als gut. Ich liebe sie einfach, diese UL-Events, bei denen alles, was fliegt, in allen Farben eingeflogen kommt und wir eine große Fliegergemeinde sind, deren Spirit uns alle im Herzen verbindet. Das Fliegen. Vergesst auch bitte nie, eines Tages wird es keinen von uns oder unsere Flugzeuge mehr geben. Und wir sind ein Teil der Geschichte, die wir heute zusammen schreiben. Vielen Dank an alle Gespräche, die ich mit euch an Dolkosch 24 führen durfte. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück in der FK9. Ich bin komplett verbrannt. Dann würde ich sagen, rote Klappe mal rein, Feuer frei. Charlie Victor, guten Einflug, bis bald, Max. Wir fliegen jetzt Richtung Gössenheim, Kurs Südwest. Wir sind gleich auf 3000 Fuß, steigen noch ein bisschen, weil es ein bisschen kühler hier oben auch ist. War jetzt ordentlich sommerlich, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind echt gegrillt worden. Ich blende gerade mal ein kurzes Video ein, wie meine Füße aussehen. Also war wie im Backofen gerade. Ja. Morgen bricht das Wetter dann tatsächlich zusammen und ich schätze mal, dass 95% da jetzt die Flucht reinhauen. Das Feld hat sich gerade auch wirklich schlagartig geleert, weil aus Südwesten, also Freiburg, von da unten Schweiz, Frankreich, zieht gerade was rein. Es ist jetzt schon über dem Schwarzwald. Also jeder, der in die Richtung muss, der muss schauen, dass er da noch heimkommt. Alle, die Richtung Osten, Nordosten müssen, die haben es noch entspannt, aber morgen früh ist da auf jeden Fall der Spread zusammen. Das heißt kaum noch Sicht, ne? Ordentlich Regenfall gemeldet. Und vielleicht sogar mit Hagel drinnen, man weiß es nicht. Ja, so ein bespanntes Flugzeug und Hagel, das verträgt sich oft nicht gut. Ja, deswegen hauen die da heute die Flucht rein. Schade für Dolmer, weil da verlieren die morgen einen Eventtag, ja, wo Leute kommen, wo Leute essen, wo Leute trinken und so weiter. Ist schade für die, aber trotzdem muss ich sagen, war es wirklich gelungen. War eine geile Veranstaltung, sau viele coole Leute getroffen. Ja, und ich würde sagen, wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, war dieser UL-Charakter. Wir waren jetzt da noch zwei, drei Stündchen unter der Tragfläche gelungert, sind immer mal Leute vorbeigekommen und so weiter. Das war einfach herrlich. Ja, das war einfach herrlich. Man muss natürlich an so heißen Tagen viel trinken, weil sonst kriegst du komplett Kopfschmerzen. Ja. Die habe ich fast trotzdem, aber das ist eher die Hitze. Ich habe einen roten Kopf. Katastrophe. Naja, wir haben jetzt noch 20 Minuten Flug bis Gössenheim. Und dann war es auch schon wieder. Ich würde sagen, ich beende das Video an dieser Stelle, bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.